Willkommen zu einem neuen Video von Games of Truth. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Ich möchte noch mal ein bisschen was erzählen über die Situation hier in den USA. Sie wissen, ich bin seit vielen Jahren immer wieder mal in regelmäßigen Abständen in den USA, besuche dort auch Freunde, habe dort in den 80er Jahren auch in Washington für eine Zeitschrift gearbeitet. Und mich interessiert natürlich auch dann immer die Politik des Landes, klar. Politik, ja, Politik hat Interessen, Politik vertritt Interessen. Und man kriegt hier so einiges mit. So einiges, wo in Europa kaum darüber berichtet wird. Kaum wird berichtet über die Situation an der Grenze, an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Ein bisschen was, aber nur so ganz am Rande. Wir sahen da auch nicht so schöne Bilder von den Grenzpolizisten zu Pferd. In Europa wurden diese Bilder zumindest in den meisten Medien eindeutig bewertet. Klar, aus menschlicher Sicht kann man sie auch nur eindeutig bewerten. Aber wie entsteht eine solche Situation eigentlich? Das ist die wichtige Frage. Wie kann es zu einer solchen Situation kommen, dass eine Situation dort so eskaliert, dass da zehntausende Menschen in Zelten und teilweise nicht einmal in Zelten unter Brücken bivakieren? Ja, es sind Menschen, die verzweifelt sind, die weg wollen aus ihrer Situation, die unerträglich scheint. Die wollen, hinwollen in das sogenannte gelobte Land, die USA. Und dann gibt es einen Präsident, der, so scheint es zumindest, ein bisschen damit überfordert ist. Er wurde auch ein paar Mal unterbrochen, besser gesagt, sein Mikro wurde mehrmals, zumindest wird es vermutet, aber natürlich sagt man, das wäre nicht der Fall gewesen, aber er hat ein paar Mal gesprochen und schwupps, plötzlich war das Mikro aus, also war kaputt oder was auch immer. Es sind hier so ein paar komische Dinge im Gange, so ein paar komische Dinge, wo man in Europa nicht so viel drüber mitbekommt, nicht berichtet wird. Wir hatten ja den vorigen Präsidenten, der war ja ganz fürchterlich, da wurde immer alles negativ berichtet. Und davor gab es ja einen Präsidenten, der war ja ganz toll, da wurde alles positiv berichtet. Und jetzt wird eigentlich ganz vieles nicht mehr berichtet. Hier in den USA machen sich die Menschen Sorgen. Sorgen vor allen Dingen um ihre Zukunft, um ihre finanzielle Zukunft. Darüber, wie sie in den nächsten Jahren Dinge bezahlen sollen. Die Politik, die Menschen, die an den Hebeln sitzen, wollen Trillionen, Trillionen, nicht Millionen, sondern Trillionen investieren in eine neue Politik, in eine andere Politik. Und interessanterweise hier in den USA wird nicht über die Trillionen, dann wird gesprochen, aber man zeigt dann auch, also diese Zahl, also 3,5 Trillionen Dollar sollen investiert werden in diese neue Entwicklungen, halt auch hin zur sauberen Umwelt und so weiter und so fort. Wobei das Wall Street Journal hat diese 3,5 Trillionen, das ist eine 3 und eine 5 mit 11 Nullen. Können Sie sich vorstellen, was das für ein Betrag ist? Eine 3 und eine 5 mit 11 Nullen dahinter. Irre. Was ist das? Ja, ich kann mir das nicht vorstellen, Sie auch nicht. Ich glaube nicht einmal, der reichste Mann der Welt kann sich diesen Betrag vorstellen. Es ist irre. Irgendwann haben wir eine unendliche Zahl von Nullen dahinter. Das Wall Street Journal hat allerdings da Kritik ausgeübt und hat gesagt, diese Zahl sei ein Witz, denn tatsächlich würden diese Ausgaben überhaupt nicht stimmen. Die müssten mindestens verdoppelt, wenn nicht sogar verdreifacht werden. Wo soll das alles herkommen? Woher soll das kommen? Es wird alles gedruckt. Letztendlich wird es, das ist meine persönliche Meinung, womöglich relativ schnell ein neues Geldsystem geben. Womöglich wird es da wirklich eine ganz neue Entwicklung geben. Ist das gewollt? Ist das geplant? Ich weiß es nicht. Ich bin ja keine Hellseherin. Man merkt nur hier, auch hier, sehr, sehr viel Sorge um die Zukunft. Ja, hier ist es, die Benzinpreise steigen hier auch. Allerdings, hier sind sie bei 2,50 Dollar ungefähr für den Gallon. Gallon sind fast, ich glaube, 3 Liter. Irgendwie so. Also
sehr preiswert im Vergleich zu Europa. Übrigens in der Türkei waren ja auch die Benzinpreise preiswert. Ne? Da war der Liter 70 Cent. Ja, irre. Und also, je nachdem, in jedem Land gibt es ja andere Preise. In jedem Land werden die Preise auch ein bisschen angepasst an die, ja, an die Lebensumstände. Das hatte ich auch in einem Video schon erzählt. Ich weiß es nicht sicher, ob ich es erzählt habe. Ich will es nochmal erzählen. Ich benutze immer sehr gerne eine ganz bestimmte Bio-Zahnpasta. Die kostet in Deutschland 10 Euro die Tube. Und die war in der Türkei umgerechnet 2 Euro die Tube, die gleiche Tube. Es ist eine große internationale Firma, die diese Zahnpasta anbietet. Bedeutet also, dass dann der Gewinn in Deutschland womöglich wesentlich höher ist als in der Türkei. Ja, auch das für die großen Multinationals ist eine wunderbare Sache. Interessant übrigens auch hier, so ich erzähle jetzt mal so bunte Mischung, all das, was hier in den letzten Tagen aufgefallen ist. Sehr, sehr viele kleinere Unternehmen haben irrsinnige Probleme, Personal zu bekommen. Die kriegen kein Personal mehr. Wie kann das sein? Man könnte doch eigentlich denken, jetzt haben wir gerade diese ganze Geschichte, zumindest in den USA, so ein bisschen im Griff, ein bisschen hinter uns gelassen. Hier ist auch alles relativ normal. Da müssten die Leute doch super froh sein, dass sie arbeiten dürfen. Nein, sie bekommen viele Menschen, nicht sie, viele Menschen bekommen Arbeitslosengeld. Und das ist hier nicht ohne. Zwischen 700 und 900 Dollar, nicht im Monat, pro Woche. Rechnen Sie sich das mal zusammen. Da kommen fast 4.000 Dollar Arbeitslosengeld pro Person übrigens zusammen. Ja, klar, dass da einige sagen, da möchte ich nicht arbeiten gehen. Da mache ich mir lieber ein schönes Leben, zum Beispiel, sehr interessant, in Mexiko. In Tulum, wo ich war, hatte ich ja auch schon drüber erzählt, gab es schon damals viele Amerikaner, die gesagt haben, ich bekomme so ein tolles Arbeitslosengeld, da gehe ich mal jetzt in den Winter, in den kalten Wintermonaten, überwintere ich in Tulum. Und die haben dort viele, ja, manchmal sogar die halbe Kneipe eingeladen, haben gesagt, eine Runde für alle, mir geht's gut. Endlich habe ich so viel Geld, wie ich nie zuvor hatte. Kleinere Firmen hier in den USA kämpfen wirklich ums Überleben. Vor allen Dingen, weil sie A, also nicht das Personal bekommen, was sie brauchen, und B, weil die Ersatzteile, die sie brauchen, oder die Dinge, die sie brauchen, Holz oder was auch immer, was sie brauchen, um arbeiten zu können, um Arbeiten ausführen zu können, um daran arbeiten zu können, auch das ist ein Riesenproblem, das kriegen sie nicht. Was wird passieren? Viele dieser kleinen Firmen werden natürlich dicht machen müssen, weil ja, weil es nicht geht, weil es kein Personal gibt, weil es keine Supplies gibt. Und dann, was ist dann los? Ja, dann ist natürlich für die Großen der Teich ein bisschen leerer. Es sind ein paar wenige Haifische übrig und die werden dann den ganzen Teich beherrschen, nicht wahr? So funktioniert das. So werde ich auch meine Konkurrenz los. Ganz normale Politik. So funktioniert es halt. Ja, es ist sehr interessant zu sehen, was wir im Augenblick auf diesem Planeten haben, auf der Erde haben. Übrigens auch da nochmal zu der ganzen Energiekrise. Ne? Energie wird immer teurer, auch in den USA. Nicht lange nicht das, was wir in Europa haben. Aber machen die Leute, die Bürger sich Sorgen um die Zukunft, vor allen Dingen was die Energiepreise anbetrifft. In Europa habe ich gesehen, ne, da sind die Energiepreise teilweise sogar verdreifacht, was nicht nur für den privaten Haushalt ein Riesenproblem wird. Auch dort in Europa sehen wir gerade, auch in Deutschland, die ersten kleineren Energielieferanten gehen pleite. Ja, dann bleiben die Großen übrig, die Kleinen sind dann alle weg vom Fenster. Es war ja ein sehr schöner, sehr interessanter, heiß umkämpfter und auch sehr attraktiver Markt für Energielieferanten. Gleichzeitig ist es auch sehr, sehr schwer für die Bauern, die zum Beispiel ein Treibhaus haben, ne? Also zum Beispiel Tomaten züchten oder sonst was in Holland. Gigantisch viele Bauern haben ein Riesenproblem, können diese Preise nicht mehr bezahlen und sagen, wir müssen die Tomatenpreise verdreifachen, sonst können wir nicht überleben. Wir werden es sehen, es werden sehr interessante Zeiten, Zeiten der Knappheit, Zeiten, in denen alles viel teurer wird. Übrigens hier Biotomaten habe ich heute gesehen. Biotomaten zahlt man hier 6
$6, ja, $6 jetzt, ja, $6 für ein Kilo. Also hier wird ja immer alles in Pound, in LB gerechnet. Aber $6 für ein Kilo biologische, also gute Tomaten. Wenn man die nicht will aus dem Supermarkt, die keine Farbe haben und keinen Geschmack, muss man $6 hinlegen. Ist schon eine Menge Geld, ne? Da überlegt man sich, ob man eine Tomate isst oder vielleicht nur eine halbe. Ja, es sind andere Zeiten. Ich will es gar nicht bewerten hier. Ich wollte nur so ein bisschen nochmal aus dem Nähkästchen plaudern, damit Sie auch nochmal so ein bisschen mitkriegen, was passiert. Werde ich natürlich in regelmäßigen Abständen immer wieder machen. Ja, trotzdem, bleibt stark, bleibt in der Liebe. Bleibt in der Liebe und versucht für euch Lösungen zu finden. Eine Lösung, wo wir schon oft drüber gesprochen haben, ja, selber alles Mögliche anzubauen und Communities zu bilden. Deswegen ja auch die Liste.